Ich grüße euch, meine lieben Abonnenten und Gäste auf meinem Kanal. Wie versprochen möchte ich heute meinen Douglas zeigen, so wie meine Familie mein Bad nennt. Und zwar muss ich mich ja wirklich beeilen, weil morgen fahre ich in die Klinik. Morgen ist der 19. und am 20. werde ich operiert und deswegen wollte ich dieses kleine kurze Video noch für euch abdrehen. Ich bin total happy über diese komischen IKEA-Dinger, ehrlich. Und ich hoffe, euch gefällt mein Video. Ich hoffe nun, dass ich nicht so dolle wackel. Aber so seht ihr schon mal meinen IKEA vom Weiten. Und zwar, wo ist mein Finger? Hier sind die Behn-Container. Das Regal hier hatte ich vorher schon, aber andersrum stand das. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen näher. Ich habe wirklich ein großes Bad. Hier ist meine Badewanne. Das ist so eine selbstreinigende Badewanne. So, dann habe ich hier so eine kleine, wie nennt man das? Naja, so eine, hier so eine, jedenfalls so ein Podest, sagen wir mal. Da habe ich meine Pinsel und meine riesengroße, Kiko-Palette da, diese Handtasche, die habe ich mal selber getöpfert. So, und das ist mein Platz. Oh, ich hätte mein iPad mal zurückklappen können. Naja. Ja, und da habe ich jetzt nur 6 Schubläden. Meine Kabelei stört mich da unten überhaupt nicht, weil die schiebe ich mit dem Fuß immer nach hinten. So, dann können wir uns ja mal angucken, wie die Schubläden so sind. So, jetzt habe ich mein iPad erstmal zugeklappt, dann seht ihr das noch ein bisschen. Ich zeige euch mal, weil das finde ich so süß, das habe ich von meinem Paul seine Freundin bekommen. Guckt euch mal den Hasen hier an. Ups, da. Ist das nicht süß mit dem Teller? Darauf habe ich mir eine Kerze gestellt, ja. Hier sind so die Paletten, die ich unheimlich schnell benutze, also immer griffbereit haben möchte. Und jetzt kommen wir mal zu den Schubläden. Ich hoffe wirklich für euch, das wackelt nicht zu doll. Meine erste Schublade sind meine Blushes. Alle drinne. Ne? Den habe ich noch nie im Video, glaube ich, gezeigt. Den Rockateur, den wollte ich früher immer nicht haben. Und dann habe ich mich doch überwunden und ich muss ganz ehrlich sagen, die haben alle recht, der ist Bombe. Der ist richtig Bombe. Hier habe ich dann alle meine, ich habe glaube ich 1, 2, 3, 4, 5, nee 4. 4 MAC Blushes. Wie heißt das? Bella Pierre. Naja, Kiko wissen viele von euch, liebe ich. Aber ist ja nicht so einfach, so zu filmen, ja, oder zu drehen. Und hier sind alle so von Revoir de Loup, Catrice, P2, meine Lieblinge. Hier unter sind auch noch so eine von Essence, die kennen auch ganz viele, das Kiko. Aber ich finde das jetzt blödsinnig, alles zu erklären. Hier ist mein allerliebster von Kiko, den habe ich mal von der Moldavite geschenkt bekommen. Ah, doch, den muss ich auch noch zeigen. Und da ist einer von Kiko, den habe ich von der Claudia, von der Heidi Guy. So ist jedenfalls ihr YouTube-Name, sie hat keinen Kanal. So. Ups. Schublade Nummer 2. Da habe ich mir ein Zeichen dran gemacht, weil jetzt alles noch neu ist, damit ich morgens nicht erst jede Schublade öffnen muss. Hier habe ich alle meine Foundations drin. Momentan liebe ich diese hier von Stila. Dann habe ich die Misha, die mag ich unheimlich gerne. Die Behn mische ich immer. Ja, die mag ich auch, aber die muss ich anmischen. Auch die ist mir zu dunkel, zu orange, stichig. Ein paar Primer. Ich muss immer selber erst gucken hier. Sonst erkenne ich das nicht. Ja. Das sind so meine Sachen in dieser Schublade. Ich finde, man kommt auch gut hinter. Also man hat jetzt nicht so viel, dass man da hinterkriechen muss. Man kommt da super ran. Ja. Das ist jetzt meine zweite Schublade.
meine dritte hat alle Puder so. Dort hinten habe ich, oh, ich muss mal kurz wackeln. Dort hinten habe ich dann noch Catrice. Also alles so, die ich weniger benutze. Oder ich habe dann noch mal einen Vorrat. Ja, Laura Geller, wie man sieht, Kiko, Beschmeck, nochmal Kiko, ist auch mein Lieblingsdings, habe ich auch mal von der Moldavit geschenkt bekommen. Dann habe ich hier so ein schönes Körperpuder, das habe ich von Andrea Ilusa, das finde ich so toll, hätte ich ein bisschen jetzt im Krankenhaus mitgenommen, aber ist mir zu schade, falls es doch kaputt gehen sollte, ja. So, da habe ich meinen ganzen Puder eben, wie gesagt, drin. Das mag ich auch sehr gerne. Von Urban Decay, aber ich muss auch sagen, ich mag das hier auch nämlich gerne von Essence. Das ist wirklich schön, also ich komme damit gut klar. So, das ist eben die Schublade Nummer 3. Hier habe ich Lippenstifte und also hier sind Urban Decay drinne, Kiko und MAC, dann viel von Essence. P2, Kiko und von Maybelline und alles durcheinander, aber ich habe die mir so hingestellt, dass ich auch mal gleich sehen kann, ungefähr was für eine Farbe das ist. Bei einigen Kiko Lippenstiften habe ich mir mit Nagellack so einen kleinen Punkt drauf gemacht, damit ich ungefähr die Farbrichtung sehe. Da sind oben so ein bisschen Lipgloss oder diese Stifte, ihr wisst schon, was ich meine. So, das war die Schublade Nummer 4. 5. Hier habe ich so kleinere Paletten drin. Die habe ich jetzt erst bekommen. Aus Österreich. Den Namen kann ich euch ja reinschreiben. Über Instagram haben wir uns geschrieben. Und die auch. Die finde ich auch ganz, ganz klasse. Dann habe ich hier noch, die hat sie mir auch noch mit zugeschickt. Von NYX. Von Dior noch eine. Von wem bist du hier? Von Adeko. Und von Kiko. Und von Kiko. Nix. Die mag ich hier auch besonders gerne. Ich weiß ja nicht warum, aber die ist so schön. Kann ich euch ja mal aufmachen. Die finde ich echt toll. Sind super schöne Farben. Und, oh, das ist ja ein schön grell jetzt, ja. Aber die sind wirklich schön. Also die mag ich total gerne. Ja, das ist die. Und dann habe ich hier noch so Eyeliner-Stifte drin. Und das ist cool, die nehme ich mir so vor, wenn ich irgendeinen brauche, stelle mir die dahin und dann kann ich mir ihn raussuchen. Und ratzfatz ist es wieder hier drin. Also ich muss sagen, die Schubläden sind echt toll. Wirklich toll. Mein Liebling ist auch mittlerweile begeistert. So, und jetzt kommen wir zur letzten Seite hier unten. Hier habe ich noch Lidschattenpaletten. Hier sind selbstgepottete. Die mag ich total gerne. Dann habe ich hier Sleek, Kiko, Makeup Revolution, Kiko, Urban Decay und Makeup Revolution wieder, nochmal Kiko. Also hier sind so die kleineren Paletten und da benutze ich auch jeden Tag mal irgendwie was. Die hatte ich jetzt zuerst gekriegt von der Sweet Jasmine Baby zum Geburtstag, also letztes Jahr zum Geburtstag. So, das ist die Schublade Nummer 6 gewesen. So, jetzt fangen wir hier an. Meine nächste Seite und hier habe ich drin Eyeshadow Base und Concealer, mein Feuerzeug für die Kerzen, und zwar mein Feuerzeug mit Scharfies, ich liebe ja Scharfe wie verrückt, ja, Augenbrauenzeug, und hier sind noch so kleine Sachen, die man so normal braucht, kleine Mono Dinger, auch von Dior habe ich hier noch einen, das ist mein Lieblingsding, der ist total rosa, der ist super, super schön pigmentiert. Hier sind ein paar Wimperntuschen, die ich unheimlich gerne mag. Das sind so mehr Eyeshadow-Stifte, so dickere, und die halten auch alle ganz gut, die habe ich mir extra darin gemacht. Hier ist noch so eine Art Pigment von Urban Decay, der sieht aus wie eine Meerjungfrau, der ist super, super, super schön. Das Ding liebe ich auch, das vom Rossmann, das ist so ein Augenbrauen, Nasenhaaren, Entferner Dings. Ich komme damit super, super klar. Ja, das ist meine erste Schublade. Und das sind so eine Dinger hier, die habe ich bei uns aus dem Haushaltsladen für so kleinere
Küchenschubläden wahrscheinlich. Und das war so praktisch und so toll. Die passen wirklich von links nach rechts. Also ganz klasse. Ja, Nummer 1. Jetzt kommt Nummer 2. Hier habe ich alle meine Highlighter drin. Die, die da hinten sind, benutze ich schon, aber weniger. Dann habe ich mein Lieblings-Eyeliner, ist ja der hier. Eyeliner? Highlighter. Oh mein Gott. Ja, Pinselchen, Anspitzer, so eine Tüte habe ich hier vorne. Hier fehlt schon jetzt einiges, weil ich habe ja meine Kosmetiktasche für das Krankenhaus schon gepackt. Und dadurch fehlt hier schon mal einiges. So, sind schon wieder 11 Minuten. Ach du Scheiße. Das ist immer die erste Schublade, die ich jeden Morgen öffne. Hier habe ich meine Öle drin, meine Gesichtsöle, Cremes, mein Rosenwasser, Dr. Hauschka, liebe ich unheimlich. Diese Maske hier, bin ich schon beim Überlegen, ob ich die nicht mitnehme ins Krankenhaus, weil die kann man abends über Nacht drauf lassen. Die werden bestimmt einige von euch kennen und ich mag die total gerne. Ja, das ist die Nummer 3 gewesen. Hier habe ich noch Proben und die krame ich mir immer vor, wenn die anderen Proben bei mir alle sind. Hier habe ich noch ein paar Wimperntuschen von sämtlichen Marken. Eine ist eine blaue, die da. Ich glaube, die ist von Lacombe. Ansonsten sind das alle schwarze. Ja. Da sind noch Kaugummis. Ja, genau. Wrigley's Bear mit Gum. Die liebe ich. So. Hier habe ich noch ein paar Monolidschatten. Denn die Urban Decay Paletten, Too Faced. Und hier habe ich meine Zoeva Paletten alle. So, das sind meine Zoeva Paletten, die in dem Format. Ich habe hier noch eine größere, die ist ja in meinem Ständer. Und hier sind ein paar Monolidschatten, die ich unheimlich gerne mag. Das ist so eine Douglas Box hier, ne? So, und jetzt kommt die letzte Schublade. Und da habe ich, wie gesagt, feuchte Kosmetiktücher, die Tücher, Badepads, Taschentücher. Da könnte ich ja mal eins hochnehmen. So, ja. Das ist meine letzte Schublade. Ah, so. Gehe ich mal mit euch ein bisschen rum. Da habe ich noch ein paar Pinselchen. Dann habe ich ja hier meine Lieblings, also hier von Tarte ist hier eine. Die Urban Decay, die ist super, 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 wirklich. Die ist zwar teuer, aber die ist super. Dann ist die Sweet Peach, Too Faced, The Balm und dahinter der kleine Rand, hinter der The Balm, da ist noch eine Zoeva Palette. Aber ich habe noch mehr Zoeva Paletten. Die habe ich jetzt so auch von Too Faced, die ist auch super schön zum Reisen. Hier habe ich auch noch ein paar Monos drin hier oben. Hier habe ich so von NYX und so ein paar Lippengetöse. Hier sind alle meine Lip Liner und ich liebe Lip Liner und benutze auch immer Lip Liner. Oder der Lippenstift ist so schier. So. Dann habe ich ja hier noch so einen Aufsteller und einige meiner Lieblingspaletten. Jetzt muss ich, stehe ich mal auf. Da habe ich ja die hier auch von Too Faced. Dann habe ich, ist meine allerliebste Konturpalette von NYX, die mag ich. Dann ist ja hier die Urban Decay 3 Too Faced. Dann habe ich hier die Urban Decay mit diesem Kristallschrift. Ja, das andere könnt ihr ja selber auch so erkennen. Hier ist nochmal so ein kleines Schränkchen, hat mir meine Enkeltochter mal geschenkt. Jetzt gehen wir mal rum, ich setze mich mal jetzt, hier ist meine Pillendose, das Wichtigste auf der ganzen Welt, meine Pillendose. Ah, ich habe hier einen Brief bekommen, und zwar von der Manuela Heuer. Dankeschön, liebe Manuela, und ich weiß, dass du das Video guckst. So, jetzt sitze ich eigentlich bei uns auf dem Klo, bei mir auf dem Klo. Hier oben habe ich alle meine, also Fußpflegesachen drin, weil das musste praktisch sein, weil mein Liebling schnappt sich denn die Kiste und nimmt die auch mit nach unten und dann macht er seine Fußpflege. Hier drinne befinden sich noch mein
Setting Spray, was ich mir selber gemacht habe, darüber kommt auch noch ein Video. Mein hier mit dem Gelb da ist ja mein Augen-Make-up-Entferner, Dr. Hauschka, Gesichtsspray. Also so Sachen, die mir ganz wichtig sind und die ich jeden Tag brauche, weil ich, wenn ich andersrum sitze, oh scheiße Helga, wenn ich andersrum sitze, dass die immer gleich griffbereit sind. Hier unten ist es noch Ersatztoilettenpapier, weil ich finde es ganz schlimm, wenn man irgendwo fremd ist und das Klopapier ist alle und man findet nichts und so können meine Gäste gleich sehen, ah, da ist Nachschub. So, dann habe ich hier unten noch eine Palette, die hole ich jetzt mal vor. Und zwar ist da noch eine von Zoeva drin, wie man schwer erkennen kann. Denn noch eine von Zoeva, oh, hoffentlich seht ihr das. Und die ist hier auch von Zoeva. Und dann habe ich hier so eine No Name, die da, No Name, eine 100er Palette. Ja, die sind ein bisschen groß gewesen, die habe ich nirgendwo richtig drin bekommen. Hier habe ich meine Haarbänder, also für Gesicht ab, die Haare aus dem Gesicht zu machen, obwohl ich ja so lange habe. Mein Fächer, hier seht ihr mich nochmal, hallo. Ich habe ja wirklich hier viel Spiegel. Hier war meine Wanne nochmal, da ist eigentlich unser Heizungsraum, aber dahinter, also da drinnen, ist mein Schmuck. Meine Schmuckkammer nenne ich das. Ja, hier ist typisch eine Dusche, wie viele haben. Da unten ist mein Puppi. Ja, mein Puppi hat unterm Waschbecken ihre Muschel und da schläft sie immer drin. Ja, dann ist hier mein Waschbecken und da habe ich alles Spiegel bis zur Decke hoch. Und hier habe ich noch ein schönes Geschenk von meiner Schwester und meinem Schwager. Da sind lustige Fotos von uns. Ja, das gibt immer gute Laune. So, kurz und schmerzlos, mehr wollte ich nicht zeigen. Ich denke mal, es ging ja auch mehr um die Container. Ich finde die toll und praktisch. Und selbst mein Liebling hat gesagt, mein Douglas sieht jetzt viel schöner aus. Und für mich ist es noch einfacher, ja, mit dem Saubermachen, ratzfatz. Ist eigentlich so einfach gewesen, weil ja alles in so einer Aufsteller war. Aber so geht alles viel besser und ja, mir fällt es. Ich habe jetzt mein Versprechen gehalten, vor meiner OP noch dieses Video zu drehen. Ich werde es auch gleich bearbeiten, damit ihr das so schnell wie möglich sehen könnt. Und ich habe noch ein tolles Video, da möchte ich euch vorbereiten. Das ist schön kurz. Und zwar ist mein Rock eine Tasche und meine Tasche ist ein Rock. Das müsst ihr euch mal einkicken, das ist echt cool. Es werden jetzt einige kurze Videos kommen, die habe ich nun schon vorgedreht, weil im Krankenhaus kann ich die dann einfach öffentlich schalten. Ne? Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und dass die Gesundheit euch gut freund bleibt. Und glaubt mir, es gibt viel, viel Schlimmeres, als mir zuzusehen. Hin und wieder im Video kriegt ihr hier oben irgendwie einen Videovorschlag und zum Schluss immer meinem Abspann, da sind auch nochmal tolle Videos. Also, bis dann. Ciao.